In dieser Ask the Punk Show geht es um Großinvestoren in Deutschland, um unser Ausbildungssystem und um Banalitäten im Internet und im YouTube-Bereich. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Alex fragt: Hallo Herr Hörhan, was halten Sie davon, dass chinesische Großinvestoren Großkonzerne in Deutschland kaufen und inwiefern wird das Ihrer Meinung nach den Wirtschaftsstandort Deutschland beeinflussen? Stellt dies eine Gefährdung der Arbeitsplätze dar? Liebe Grüße, Alex. Also Alex, es ist sicherlich so, dass in einer einigermaßen freien kapitalistischen Marktwirtschaft es so ist, dass eben auch ausländische Konzerne große Unternehmen im eigenen Land kaufen können. Dabei muss ich auch eines sagen, dass beispielsweise sowohl die am meisten kapitalistischen Länder, also Amerika und die Schweiz, hier relativ protektionistisch sind. Denn hier gibt es oft Golden Shares, dass der Unternehmenssitz im Land bleiben muss und dass auch wesentliche Entscheidungsgremien oder Managementfunktionen im Land bleiben müssen. Bei chinesischen Großinvestoren ist oft die Gefahr, dass sie durch diese Zukäufe versuchen, an Technologie zu kommen, die dann ihr Heimatland transferieren, die Firma aushöhlen und am Ende aus China heraus den Deutschen oder auch anderen Ländern Konkurrenz machen. Das heißt, man muss die Sache im Einzelfall beurteilen. Ganz unkritisch sehe ich es nicht, denn am Ende, wo die Eigentümer sitzen, wo die Managementfunktionen sitzen, dort werden die meisten Jobs geschaffen, dann werden auch die meisten Steuern gezahlt. Und gerade China verfolgt durchaus eine wirtschaftsimperialistische Politik. Und vielleicht sollte sich Deutschland, genauso wie auch andere EU-Länder, etwas von richtig kapitalistischen Ländern abschauen, nämlich sicherzustellen, dass zumindest die Konzernzentralen im eigenen Land bleiben, auch wenn vielleicht die Eigentümer woanders sitzen. Hallo Gerald, bist du der Meinung, dass unser Schulsystem veraltet ist? Viele Grüße. Also, ich glaube, was du gesagt hast, ist britisches Understatement. Das könnte aus dem Mund eines britischen Adeligen kommen. Es ist nicht nur veraltet, es ist völlig outdated. Es sind teilweise in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts stehen geblieben. Du lernst in der Schule, welcher Dinosaurier wie mit welchem Schwanz wo gewackelt hat und welcher König welche Schlacht geschlagen hat. Aber du lernst nicht, wie unser wirtschaftliches und politisches, System funktioniert. Du lernst nichts über unser Gesundheitssystem und lernst schon gar nichts über die New Economy, die unser Leben mehr verändern wird als alles andere. Unser Schulsystem ist regiert von Bürokraten, die unser Schulsystem zum Erstarren bringen und wo die Menschen schon in der Vergangenheit nicht auf das reale Leben und nicht auf die Arbeitswelt vorbereitet wurden. Und jetzt ist das noch viel weniger der Fall. Die Leute lernen Skills und Fähigkeiten wie auswendig lernen und gehorchen, die schlicht und einfach kontraproduktiv in unserer modernen Welt sind. Das heißt, das Schulsystem bereitet die Leute nicht vor auf unsere moderne Welt, sondern es bereitet sie falsch und negativ vor auf unsere moderne Welt. Ich kann nur eines sagen, man müsste das unser Ausbildungssystem mit einem Federstrich, so wie es jetzt ist, abschaffen und komplett neu machen. Die Lehrpläne komplett neu machen, die Vergütungsmodelle von Lehrern neu machen. Gute Lehrer müssten viel verdienen, schlechte Lehrer müssten ihren Job verlieren. Die Verbeamtung muss weg. Es muss die Möglichkeit geben, Schulen nach verschiedenen Leistungskategorien zu ordnen und, und. Hier ist drastischer Reformbedarf. Und die Tatsache, dass unser Schulsystem so veraltet ist und so überreguliert ist, ist sicherlich einer der größten Hindernisse für die Zukunft in Deutschland, in Europa und teilweise auch in Amerika. Und hier gehört dringender Reformbedarf. Julian fragt: Liebe Community, ich habe da mal eine Frage. Warum hat ein Video, in dem ein Lama vorkommt, oder ein Video, in dem irgendein Dödel, der irgendwelche Games zockt, mehr Views als ein Video, in dem einem gezeigt wird, was man besser machen kann und finanziell besser dasteht? Also du sprichst mir aus der Seele, denn ich habe mir auch natürlich im Rahmen meiner Analyse von meinem Online-Marketing auch angeschaut, was so die YouTuber mit den größten Reichweiten präsentieren. Und teilweise sage ich wirklich: Wie kann man nur auf so dumme Ideen kommen? Egal, ob das jetzt Fußballturniere mit Riesengummibällen sind oder egal, ob man irgendwelche sich in den Sonnenschirm aufsetzt oder egal, ob man 1000 McDonald's-Burger oder 100 oder irgendetwas kauft.
Mir fällt irgendwie nicht ein, was das für einen Sinn machen kann. Aber das Problem ist eben, dass der Bildungsstandard der Bevölkerung sehr niedrig ist und durch die New Economy sogar immer niedriger wird. Nur ganz wenige Leute interessiert sich für Wirtschaft und Politik und vielleicht auch andere Themen. Die größten Themen im Internet sind Bum 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 Bum, also Computerspiele, sind vielleicht noch Online-Sex und sind irgendwelche Banalitäten und leichteste Unterhaltung. Und auch wenn es vielleicht für manche als Schock kommt, aber es ist sicherlich so, dass egal ob Kronenzeitung, Bildzeitung, Abendnachrichten und ähnliches, es gibt Statistiken, dass zwischen 30% und 50% der Menschen sich schwer tun, die Inhalte davon zu verstehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was wir hier machen, also was wir bei der Western Punk Academy oder bei vergleichbaren Plattformen gemacht wird, ist etwas auf dem Niveau vielleicht einer Financial Times, wie viele Leute das verstehen. Und ich darf nur den Gründer einer Online-Plattform zitieren, der mal gesagt hat, wie man ihn gefragt hat, wieso sie so erfolgreich ist, nämlich eine Plattform, die mit Swipe geht, also nicht mit klassischen Methoden, sondern eben einfach rechts, links. Und die Antwort war relativ banal und eigentlich traurig. Er hat nämlich Folgendes gesagt. On traditional dating platforms, people have to read and write. And many people don't want to read and write and think. And many people even can't read and write. But everybody in the world can swipe. Even the most stupid person. Und genau das ist der Grund. Es ist sicherlich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung verdummt. Und es ist eigentlich sehr schade, denn die New Economy würde viele Möglichkeiten bieten, sich mit interessanten, tollen Themen auseinanderzusetzen, auch zu diskutieren darüber und, und. Nur es nützen nur sehr, sehr wenigen Menschen diese Möglichkeiten. Und die meisten Leute lassen sich einfach durch teilweise wirkliche Dummheiten de facto berieseln. Und deswegen haben auch derartige YouTuber so große Reichweite. Und egal, wen du jetzt nimmst, der de facto Content nimmt, wo man etwas lernt, wo man lernt, wie man Geld verdient oder wie man programmiert oder wie man sich weiterbildet oder wie unser politisches System funktioniert, da gibt es bei Weitem nicht so viele Zuseher als bei simplen, dumpfen Bum Bum Bum. Wenn dir diese erste Punk-Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.